Und hallo zusammen, da bin ich einmal wieder. Hier ist euer Peter und heute möchte ich euch einmal vorstellen, wieso man eigentlich zu Linux wechseln sollte und was Linux überhaupt ist. Dafür benutze ich folgende Quellen, natürlich erstmal meine Erfahrung und dieses Heft Linux statt Windows und wie in meinem Anfangsintro zu sehen, dass Linux-Buch schlechthin, in dem man fast alles nachschlagen kann. Ja, ich habe es natürlich nicht ganz gelesen. Der Koffler, den könnt ihr euch, falls euch das interessiert, auch einmal zulegen. Gut, als allererstes werde ich einmal ein bisschen Platz machen, denn so interessant ist das natürlich auch nicht, wenn ihr die ganze Zeit nur mein Gesicht seht. Und ja, wieso sollte man eigentlich vom Windows wechseln auf Linux? Ja, irgendwann, glaube ich, hat jeder einmal das Problem, dass sein eigenes System langsamer wird, dass es ewig dauert, bis der Computer runterfährt und hochfährt. Und vielleicht hat man sich auch mal ein Virus eingefangen und ärgert sich und muss eine sehr umständliche Neuinstallation machen oder eventuell sogar ein neues Windows kaufen. Die meisten von euch kennen sich sicherlich nicht so viel aus mit der Neuinstallation von einem Betriebssystem. Und ich habe oft gehört, ja, mein Windows ist kaputt, ich muss mir einen neuen Rechner kaufen. Gerade das muss natürlich nicht sein, denn für Linux oder Linux wäre dann hier zum Beispiel eine Lösung. Ich habe heute in diesem Tutorial für euch vorbereitet, dass ich euch jetzt erstmal erkläre, wieso man Linux einrichten kann, vielleicht mit Windows zusammen oder nur Linux alleine, die Probleme, die es eventuell gibt, Linux ausprobieren, ja, wie geht das? Und dann am Ende stelle ich euch eine Seite einmal vor. Gut, das allererste ist, dass ihr vielleicht schon mal gehört habt, dass Linux ganz kompliziert ist, das Ganze zu installieren und das nur was für Hacker oder für richtige Computerspezialisten ist. Das ist natürlich heutzutage nicht mehr so. Also ich behaupte von oder dass jemand, der ein ganz normaler Durchschnitts-PC-Nutzer ist im Büro, der vielleicht seine Office-Programme hat, viel im Internet unterwegs ist und das auch schon fast 90% der Tätigkeit ist, die er mit seinem Computer macht, so eine Person, die kann ohne Probleme ein Linux-Programm oder ein Linux-Betriebssystem installieren, was ja vielleicht sogar, nicht vielleicht, sondern ganz sicher auch schneller und leichter zu installieren ist, als es der Fall ist bei Windows. So, ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen Platz sparen und mich hier erstmal verabschieden aus diesem Seitenfenster. Halt, das war fast falsch. Übrigens, wie in einem anderen Tutorial von mir erklärt, ich zeichne hier auf mit Open Broadcaster Software. Das könnt ihr euch auch mal anschauen, wie das geht. Und auch vergessen, ich möchte euch noch empfehlen, falls ihr sagt, ja, hiermit möchte ich mich weiter befassen mit Linux, es interessiert mich einfach, es ist so einfach und kostenlos, dann gibt es natürlich eine ganze Menge von Kanälen hier auf YouTube, wo ihr euch weiterbilden könnt. Nicht nur bei mir, ich habe ja hier nicht ganz so viel zu bieten. Das meiste, was ich kann, habe ich gelernt oder mir angeeignet von dieser Page oder von diesem Kanal, obwohl Alex ja vielleicht ein bisschen einen lustigen Akzent hat. Schaut euch das mal an, warum Linux besser ist. Mache ich hier mal ein bisschen Werbung für den Kollegen. Und ja, fast zu jedem Thema hier Linux hat er hier ein kleines Tutorial gemacht. Kann ich nur empfehlen. Hallo Alex, vielleicht siehst du das auch mal und kannst mich mal zurückgrüßen. Dann fahren wir den Alex mal wieder zur Seite und ich erkläre euch jetzt, wie ihr oder welche Vorteile ihr hättet. Also gehen wir mal davon aus, dass ihr euren PC mit Windows 7 oder 8 kaputt gemacht habt oder es ist einfach zu langsam geworden oder ihr habt euch ein Virus eingefangen und ihr überlegt jetzt, ja,
vielleicht installiere ich einmal Linux, probiere das mal aus. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das Einfache ist, ihr kauft euch, wie eben zum Beispiel vorgestellt, diese Zeitschrift Linux Welt. Und man findet dort oft schon vorgefertigt eine CD-ROM oder eine DVD. Die legt man einfach ein, startet dann von DVD und kann dann diese Linux-Betriebssysteme ausprobieren, ohne dass man irgendwas machen muss. Also erstmal ganz, ganz einfach. Und die meisten werden dann sehen, ja, die Oberflächen, also der Desktop, der sieht wirklich sehr, sehr ähnlich aus und ist sehr ähnlich aufgebaut wie bei Windows. Dann sollte man sich natürlich auch sicher sein, gut, wenn mir das gefällt, ich möchte das mal ausprobieren, geht das eigentlich relativ einfach, wenn man jetzt nicht zu sehr einsteigen möchte in die Installation und die Partitionierung der Festplatte, dann ist das Ganze geführt. Das Programm sagt euch, wo ihr klicken müsst. Es erkennt auch, wenn ein Windows-System installiert ist, und nach vielleicht 5-6 Klicks mit diesem Installationsassistent hat man schon Linux neben seinem Rechner installiert. Weiterhin ist es natürlich sehr empfehlenswert, Linux für ältere Rechner auch zu benutzen, die dann wieder fast so schnell sind, nicht fast so schnell, sondern genauso schnell wieder sind wie am Anfang. Ja, gerade zum Beispiel Linux Mint kann ich da empfehlen. Ich zeige euch mal eben die Homepage. Für Umsteiger, die von Windows kommen, die kommen damit eigentlich immer am besten zurecht. So, mal eben schauen. Wo sind wir denn? So, ich ziehe es mal wieder rüber. Ist übrigens ganz vorteilhaft, mit zwei Bildschirmen zu arbeiten. So, Linux Mint Main Page hier. Seht ihr das Betriebssystem? Eines von übrigens ganz, 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 ganz vielen Linux-Betriebssystemen, die man sich je nach eigenen Geschmack aussuchen kann. Für Einsteiger absolut geeignet hier das Linux Mint. Habe ich auch in meinen anderen Tutorials erklärt, wie das funktioniert. Ne, ihr seht hier, ich gehe davon aus, dass ihr ein 64-Bit-System habt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was das ist, schaut das mal in der Systemsteuerung nach. Normalerweise haben die Rechner der letzten fast 10 Jahre auf jeden Fall 64-Bit-Systeme. Und da würde ich euch empfehlen, hier die Cinnamon Desktop-Oberfläche herunterzuladen. Wenn euer Computer aber sehr schwach auf der Brust ist, das heißt, der Prozessor und der RAM, der Arbeitsspeicher ist sehr, sehr klein, dann könntet ihr vielleicht hier mit Mate oder mit XFCE das Ganze noch ein bisschen entschlacken oder ein Betriebssystem haben oder eine Oberfläche haben, die wirklich sehr, sehr, sehr ressourcenschonend ist, also für langsame Rechner. Da läuft dann Linux Mint rasend schnell. Gut, so ein bisschen vom Thema sind wir jetzt abgekommen. Ich wollte euch ja eigentlich sagen, wo liegt jetzt eigentlich der Vorteil? Warum soll ich so blöd sein, Linux zu installieren, und könnte es da Probleme geben? Ja, an erster Stelle nenne ich immer die Sicherheit. Ja, bei Windows kann man sich nie ganz so sicher sein. Wenn ich zum Beispiel Windows 10 nutze, wird auch hier im Heft Linux Welt so zitiert und auch im großen dicken Handbuch, dem Koffler, dass man davon ausgehen kann, dass Windows oder Microsoft in diesem Fall alles mitbekommt, was ihr auf eurem Rechner macht, welche Seiten ihr benutzt, welche Software ihr installiert. Es ist also sehr, sehr schwierig, da wirklich einen Account anzulegen. Oder ohne Account kann man Windows 10 kaum komplett nutzen. Das ist bei Linux nicht so. Hier könnt ihr das völlig anonym machen. Und eure Daten sind eure Daten sind geschützter. Ihr seid sicherer. Dann kostet das natürlich nichts. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Ne? Also egal, welches Linux-Betriebssystem ihr euch aussucht, in der Regel kann man was spenden, muss man aber nicht, sie kosten nichts. Und ihr habt die Möglichkeit, eine Unmenge von Software zu benutzen, auszuprobieren, ohne dass ihr irgendwas bezahlen müsst. Das ist gerade für diejenigen, die sehr viel mit dem PC arbeiten, die sehr kreativ sind, ein großer, großer Vorteil. Ja, das ist in der Regel, wenn ich mal hier auf meinem Desktop etwas zeige, in der Regel nutzt man natürlich Büroprogramme, so wie Office, und da ist auch hier ein
bei den meisten Linux-Distributionen oder Betriebssystemen das OpenOffice-Programm oder LibreOffice hier in diesem Fall vorinstalliert. Ja? Dann hat man natürlich auch Bildbearbeitungssoftware, wie zum Beispiel vergleichbar zu Adobe, das GIMP, vielleicht schon mal gehört oder gelesen, gibt es auch für Microsoft und Apple, ne, das GIMP-Bildbearbeitungsprogramm, hier taucht es gerade auf, kann man sich also auch kostenlos herunterladen. Also erstmal so an Software, auf den ersten Blick gibt es keine Probleme, vergleichbar Linux, Windows, ähnlich wie Software. Probleme gibt es allerdings, wenn man seine bestimmten Programme hat, die auf Windows laufen. Nicht alle sind auch auf Linux zu installieren. Ja, man kann da gewisse Umwege gehen, dass man sich ein Programm, das nennt sich Wine, installiert, das also eine Windows-Umgebung simuliert, und in diesem Programm installiert man dann seine Windows-Programme. Habe ich selbst ausprobiert schon bei einigen Programmen, ist ein bisschen umständlich, also wenn man sehr, sehr faul ist, ist es vielleicht sogar leichter, man hat auf seinem Rechner beides installiert, also Linux gleichberechtigt neben Windows. Wie das genauer geht, kann euch auch der Alex auf seinem YouTube-Kanal erklären, der hat das wunderbar gemacht, funktioniert fast immer und könnt ihr euch ja auch mal anschauen. Gut, fassen wir also zusammen, warum sollte ich wechseln zu Linux? Es ist kostenlos, ihr habt eine ganze Menge an Programmen und Software, die ihr in dem App Store, das ist hier zum Beispiel bei mir, dieser hier, bei meinem Ubuntu, ne, da könnt ihr euch also die Programme, die hier nur für Linux zusammengestellt sind, sicher runterladen, ohne Angst zu haben, dass ihr euch irgendeine Schadsoftware auf den Rechner holt. Man zahlt nichts, die Sicherheit ist der wichtigste Aspekt bei Linux, denn ich habe euch ja gerade schon gesagt, es gibt eine ganze Vielzahl von Linux-Betriebssystemen oder Distributionen, und die Hacker, die Schadsoftware erstellen, möchten natürlich möglichst viel Schaden anrichten, und weil die meisten Benutzer oder PC-Nutzer weltweit Windows-Programme benutzen und wirklich ein ganz kleiner, ich glaube unter 5% der PCs, die benutzt werden im Privaten, sind Linux-PCs. Daher lohnt es sich gar nicht, für Linux-Rechner Viren zu schreiben. Ja? Das heißt, allein deswegen schon habt ihr ein ziemlich sicheres System. Ihr braucht auch gar kein Antivirenprogramm installieren. Das macht den Rechner natürlich auch schneller, dass ihr dieses Programm nicht mitlaufen habt. Dann gibt es bei, wie ich euch das jetzt mal zeige, bei Linux immer eine Passwortabfrage. Egal was ihr macht, wenn ihr in irgendeinem wichtiges System irgendetwas benutzen wollt, ich kann mal eben gucken, ich gehe mal jetzt hier zum Beispiel meine Systemsteuerung und ich möchte jetzt einmal mein Paket, also das ist meine Softwareverwaltung öffnen. Das geht in der Regel, nicht in der Regel, es geht immer nur mit Passwortabfrage. Das ist bei Windows nicht ganz so. Man hat es da sehr benutzerfreundlich oder einfach gemacht. Man kann schnell mit Ja immer alles bestätigen oder es wird gar nicht nach dem Passwort gefragt. Bei Windows, bei Linux muss man ständig sein Passwort eingeben, aus Sicherheitsgründen. Deswegen, wenn man zum Beispiel ein Virus auf dem Linux-System hat, der kann da nichts anfangen. Ja, das heißt also nicht, dass es keine Viren auf einem Linux-Rechner gibt. Nein, die sind da sicherlich auf meinem Rechner, aber sie können da nichts anfangen, weil die meisten Viren sind für Windows-Rechner geschrieben. Natürlich muss man da aufpassen, habe ich einen Linux-Rechner, benutze USB-Sticks gebe diesen USB-Stick weiter, der wird dann mit einem Windows-System verbunden, dann kann natürlich der Virus Schaden anrichten, ne? Aber da müsste dann der Windows-Nutzer natürlich eine aktuelle Antiviren-Software haben, die dann so einen USB-Stick scannen müsste. Gut, bei all dem Gerede zeige ich euch jetzt noch ein bisschen was. Und zwar, wenn ihr jetzt sagt, okay, der hat mich überzeugt, ich möchte das gerne mal ausprobieren, schaut euch auf meinem
Videokanal einmal an, wie ihr einen Live-USB-Stick erstellt. Die einfachste Variante, um Linux auszuprobieren. Ja, und wenn ihr euch dann sicher seid, ja, das würde ich gerne mal machen, dann geht ihr auf zum Beispiel diese Seite hier, www.lidux.de, haben wir das hier stehen, ja, diese Seite, lidux.de, da sind eine ganze Menge von Betriebssystemen oder Linux-Betriebssystemen gesammelt. Ja, und ihr könnt also hier oben dann zum Beispiel eingeben, was braucht ihr? Also ihr braucht einen Standard-Desktop oder ihr möchtet eine, hier sind die ganzen Desktop-Oberflächen angegeben. Ne? Das heißt, man kann sein Betriebssystem, ja, eine bestimmte Ansicht geben. Also hier jetzt bei mir zum Beispiel ist das KDE. Das ist eine sehr komplexe Oberfläche mit ganz, 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 ganz vielen Einstellungen und Spielereien. Kostet natürlich ein bisschen mehr Rechenpower oder Ressourcen. Wer das jetzt ganz einfach haben möchte, der könnte dann zum Beispiel, wie ich euch eben schon gesagt habe, hier mit XFCE oder Unity bei Ubuntu eine Desktop-Oberfläche nehmen, die für schwächere Rechner geeignet ist. So, dann hat man hier die Möglichkeit, die Sprache auszuwählen für Einsteiger, fortgeschrittene Programmierer und so weiter. Und das hier Rolling Releases ist, bezieht sich halt darauf, wie euer System auf dem neuesten Stand gehalten wird, wie die Updates gemacht werden. So, und wenn man dann Auswahl klickt, ne, oder die Auswahl wird hier, glaube ich, automatisch angezeigt, gucken wir mal eben aus, also hier kann man auch anklicken noch Softwareauswahl. Traue ich mir zu, auch mit gerade geschriebener oder veröffentlichter Software, die noch nicht so oft getestet ist oder wurde auf meinem Rechner zur Arbeit oder bin ich, so wie ich das jetzt hier habe mit meinem Ubuntu, ist mir ganz wichtig, dass es eine ganz stabile Software ist. Also da kann ich das hier auch auswählen und dann seht ihr hier die ganzen Linux-Betriebssysteme, die man dann ausprobieren kann. Ja, und für den wirklich absoluten Anfänger, der jetzt halt überlegt, ob er wechselt, für diese habe ich ja das Betriebssystem, nicht das Betriebssystem, das Tutorial hier gemacht. Ich empfehle euch als Anfänger zum Beispiel Linux Mint. Klickt hier drauf und ihr seht dann, okay, so sieht das Ganze aus. Normalerweise gibt es ja auch ein Video, ne? Das kann man jetzt hier anklicken, dann läuft hier das Video durch, schaut sich die Installation sogar an, ja, das ist glaube ich jetzt hier neu, so, das ist das letzte Mal nicht da gewesen, beim Gucken, oder stellen sich hier nur das Programm vor. Ja genau, also man schaut sich hier an, wie ist der Desktop aufgebaut und wo finde ich was. Ne? Schaut euch das an und wenn ihr sagt, okay, geht hübsch aus, erinnert mich ganz stark an Windows 7, dann geht man auf Download, lädt sich die ISO-Datei runter von dem System und installiert das dann. Aber so auf die Installation möchte ich hier jetzt nicht mehr eingehen, das haben wir ja schon mal in einem anderen Video gesprochen. Guckt euch das dann in Ruhe an, wie ihr das macht. So, also ihr seht hier eine ganze Menge. Vielleicht, was empfehle ich euch vielleicht noch? Mal schauen. Ja, Edubuntu ist ein Ubuntu-System, was also die meisten Benutzer von Linux haben. Ubuntu ist das verbreiteteste System. Und da gibt es, ihr seht hier an der Education, an der Vorwahl ED, sind hier schon eine ganze Menge Programme installiert, die mit Bildung zu tun haben. Gehen wir mal eben drauf und gucken mal. Ja, so sieht das aus und hier kann man sich dann auch durchlesen, ne, für wen ist es geeignet, für Einsteiger oder nicht und welche Software ist drauf und wie wird das System upgedatet und so weiter. So, Kali Linux ist eher was für Sicherheitsfanatiker oder für Pentesting, IT-Sicherheit. Was haben wir noch? Kubuntu ist auch wieder eine Variante, was ich jetzt hier benutze von Ubuntu mit dem KDE Desktop. So, und wo ist es denn? Ja,
Ich glaube, da könnt ihr euch natürlich auch in aller Ruhe das Ganze mal anschauen, durchlesen und dann vielleicht einfach mal ausprobieren. Gut, zum Schluss vielleicht noch was zu Problemen. Sachen, die nicht so schön sind bei Linux. Hatte ich am Anfang des Videos schon erzählt, manchmal gibt es das Problem, dass man die Software oder sein Lieblingsprogramm, was man gerne haben möchte, dass das nicht läuft auf Linux. Ja, das ist natürlich dann sehr ärgerlich. So, jetzt gucke ich mal eben, ob ich mich hier gerade wieder einschalten kann, damit ihr mich nochmal seht, aber ist auch egal. Machen wir es mal ohne Bild von mir. Ja, muss ich mal eben schauen, wo bin ich denn jetzt? Ah ja, okay. Gut, also Software. Manchmal ist das ein Problem, ne? Es läuft nicht alles auf Linux und manchmal auch mit der Hardware. Man kauft sich einen Drucker und gerade diese Hardware wird dann nicht von Linux erkannt. Das kommt manchmal vor, aber wirklich ganz, ganz selten. Also ich habe jetzt mittlerweile 7 Jahre Erfahrung mit Linux, habe also nicht wieder gewechselt oder bin nicht wieder gewechselt zu Windows, obwohl ich zeitweilig auch beide Systeme auf meinem Rechner nutze. Manchmal musste ich von Hand dann Treiber nachinstallieren, aber meistens lief es so gut wie bei Windows, einfach die Hardware mit dem PC verbinden und schon läuft das Ganze. Ja, und wer natürlich sagt, okay, ich möchte mich viel mehr mit Linux befassen, als ich das vorher mit Windows, mit meinem PC gemacht habe, der kommt natürlich dann um das Ding hier nicht ganz rum. Den Terminal, ne, in dem man also über die Kommandokonsole und mit Befehlen, die man auswendig lernen muss, dann sein System steuert. Ne, viele erfahrene Linux-Nutzer sagen, ja, ich nutze mein Betriebssystem nur noch hier über den Terminal und das ganze Geklicke, so wie früher bei Windows, das schenke ich mir, mache ich gar nicht mehr. Das ist aber natürlich dann Geschmackssache. Ja? Gut, dann war es das auch schon wieder und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen den Mund wässrig machen, dass ihr vielleicht einmal überlegt, Linux auszuprobieren und berichtet dann einfach mal, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Dann alles Gute und wir hoffentlich hören voneinander. Gebt mir einen Daumen hoch. Bis bald. Ciao, ciao.